Ein Potpourri aus Entscheidungsträgern, Partnern, Ausstellern und potenziellen Kunden. Sie alle möchten nach einem anstrengenden Messetag verköstigt werden. Das ruft verschiedene Gastronomen auf den Plan, die sich hier präsentieren. Und das aus gutem Grund. Ja, ich denke schon, dass allgemein bei Anlässen das Catering oder das Essen an und für sich ist immer noch der Erinnerungsfaktor Nummer eins. Also, Teilnehmer von einer Veranstaltung erinnern sich meistens besser an die Qualität des Essen als an die Qualität vom Redner auf der Bühne. Es mögen es mir alle verzeihen, aber es ist ein wichtiger Teil. Von der Abendveranstaltung Emex Night profitiert auch die Doppelloy Brauwerkstatt. Mit der Produktelinie Hopfab möchte der Bierproduzent bei den Teilnehmern in Erinnerung bleiben. Marketing, das über den Gaumen geht. Bier muss auch konsumiert werden, man muss Bier können erleben können. Darum ist Degustationen, das Bier zu den Leuten bringen, für uns ganz wichtig. Und dann ist es so, dass wir natürlich eine Marke auch jetzt am Aufbauen sind und weiter werden aufbauen, wo jugendlich ist, wo modern ist, wo spannend ist. Und so gehen wir dann auch zu den Leuten, sprich wir gehen an Festivals, an Musikanlässe, an Orte, wo viele Leute zusammenkommen und in einer schönen Atmosphäre ein schönes Bier trinken können. An der Emex Night werden aber nicht nur Biere geköpft, es werden auch Hasen gejagt, Kaninchendelikatesse frisch zubereitet. Wir setzen auf die Showküche, die wir hier haben. Wenn wir überzeugt sind, dass der Endkonsument Vorbehalt hat beim Kaninchenfleisch und er muss es können probieren und dann kann man ihn begeistern. Und wenn sie selber geschaut haben, haben sie gesehen, wie viele Gäste da begeistert sind. Und das ist ein wesentlicher Grund, weil das sind Gäste, die ohne Vorurteil hier hinkommen und einfach probieren. Es sind aber nicht nur klassische Anbieter im Food-Bereich, die hier einen bleibenden Eindruck hinterlassen möchten. Auch Event-Location wie das Extra hoffen auf neue Geschäftsbereiche. Wir schaffen da Kontakt, vor allem gerade bei Leuten, die das nicht wissen, die sagen, das Extra ist auch eine Event-Location. Und ich glaube schon, dass das in Erinnerung bleiben wird. Ich hoffe, dass die Gäste da bei uns die Häppchen probiert haben, die wir heute haben servieren dürfen. Und ich glaube, es kommt ganz gut an. Was sind die zwei, drei wichtigsten Faktoren für das Erfolgsrezept in puncto Marketing, das Extra nach vielen, vielen Jahren eigentlich immer noch läuft? Gut, im Moment sind wir eben dran, die Seite Corporate Events und Bankette zu pushen. Wir fahren das Nachtleben oben runter mit Live-Konzerten und die Events rauf. Das hat mit einer allgemeinen Marktveränderung zu tun im Ausgehmarkt. Wir haben aber immer schon Kompetenz gehabt im Corporate-Event-Bereich. Wir wollen die jetzt einfach stärker besetzen.